Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Im letzten Part bin ich ja am Ende an diesem Rätsel hier fast verzweifelt und ich muss sagen, ich habe im Internet geguckt und ich habe eine Lösung gefunden und ich habe jetzt einfach nochmal das Level neu gestartet, damit hier alles resettet ist und jetzt mache ich es einfach so, wie es im Video getan wurde und ja. Merkt euch einfach die Kombination. Ich werde mir danach mal angucken, wie die Dinger stehen. Aber ich weiß wirklich nicht, ob das wirklich irgendwie so lösbar ist. So einfach. Aber man muss einfach die zwei drehen. Und dann funktioniert das auch. So, und jetzt passt mal auf. Jetzt kommt mein Problem. Ach so. Ah. Die gucken sich immer gegenseitig an. Ja gut, das hätte man auf dem Bild sehen können. Die gucken sich ja auch gegenseitig an. Ich habe es jetzt nicht rausgefunden und das tut mir auch leid, aber es ist okay. Ich denke, es ist okay, oder? Ich glaube, da ist mir jetzt keiner böse, dass ich da wirklich nachgeguckt habe. Denn ich habe mich echt gewundert, wie das gehen soll. Aber gut, ich habe mich blöd angestellt. Wenn man weiß, was zu tun ist, dann wäre es sicher auch einfacher gewesen. Wusste ich jetzt halt nicht. Sorry, sorry. I'm so sorry. Heb dich. Danke. So. Perfekt. Ja, ich glaube, jetzt kommt schon der letzte Abschnitt dieses Levels. Oder halt von Ägypten generell. Wie auch immer sie das geschafft hat. Wieso auch immer sie das nicht geschafft hat. Okay, die Levelstruktur. Oh! Okay, perfekt. Hat auch geklappt. Ich sag immer perfekt, weil es einfach perfekt ist, ja? Perfekt. Okay. Hier ist die große Sphinx, ja, die sitzt einfach da und denkt sich so, ach, was soll's, ich sitze hier rum. Ja, die hockt ja wirklich da und guckt sich da Sachen an. Natürlich, würde ich ja ganz genauso machen, wäre ich die Sphinx. Denn ich meine, mein Gott, was soll man sonst so machen als großes Vieh? Und ist ja auch langweilig so ab und zu mal. Eigentlich sollte sie da jetzt genau so runter. Okay. Kann man auch noch runter. Und ich bin mir sicher, hier kommen Gegner. Ich bin mir fast sicher. Also so ziemlich sicher. Aha, hier ist eine Tür. Und wir brauchen zwei Anks, um diese Tür zu öffnen. Ja, und es ist tatsächlich die Sphinx. Die sitzt da und ja, ist gechillt. Nein. Das war mir schon irgendwie klar. Ich hoffe, Fledermäuse. Oder Ratten. Haben beide dieselben Soundfiles. Files, ja. Soundfelder, natürlich. Munition brauche ich nicht. Ja, wieso spiele ich eigentlich nie mit den Pistolen? Die sind mir einfach zu wertvoll, muss ich sagen. Ja, die sind echt wertvoll. Oh. Schön. Drei Kugeln extra gesammelt. Jetzt erstmal gucken, wie viel gibt es denn hier? Zwei Artefakte, eine Reliquie. Wunderbar. Da werde ich auf jeden Fall mit dem Suchen beschäftigt sein. Gehen wir erst nochmal ganz hoch. Ich glaube, hier muss man nicht anfangen. Nee, nein, 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 nein. Definitiv nicht. Also ich bin umsonst nochmal hochgelaufen. Schlau. Naja. Hui. Wie auch immer dieses Manöver funktioniert hat. Ich bin froh, dass es funktioniert hat. Und das ist auch das Einzige, was wichtig ist. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal hier die Leiter hoch, würde ich sagen. Oh, zur anderen Seite geht's auch. Naja, ich möchte jetzt erstmal hier hin.
Gut, dass sie das auch geschafft hat. Mhm. Mhm. Okay, und ich glaube, die Stelle hier, die kenne ich sogar noch aus einem Best-of oder irgendwie, keine Ahnung, aus irgendeinem Video von Tails Gaming kenne ich die Stelle noch. Da ist er hier an die Säulen gesprungen, deswegen weiß ich, dass man da dran springen kann. Viel mehr könnte man hier sonst auch nicht machen. Also das war wirklich nur ein kleiner Ausschnitt, irgendwie der Schrei oder so nochmal. Irgendwie so ein Best-of-Video von Tails Gaming oder irgendwie sowas. Der Typ ist nämlich einfach cool, ja. Ja, ja. So, viel mehr als das hier kenne ich aber auch nicht. Also. Ja, das war's schon so ziemlich, was ich noch gekannt habe. Hängt sie sich jetzt dran? Ah, okay. Was ist denn das für ein Vieh? Was seid ihr denn für Viecher? Oh mein Gott. Ich sehe da schon einen Schatz und ein Artefakt, glaube ich, auch noch. Oder zumindest eins von den Sachen sehe ich da hinten. Was sind denn das für Ekelviecher? Naja, sie sind tot. Was soll's. Und ich frag mich immer noch, Jones hat ja im letzten Part, ne, da war er ja ganz kurz dabei beim Schreiben, der hat da ja was gesagt von wegen, du hast den Schalter gedrückt. Ja, welchen? Meint er jetzt den Schalter? Was passiert, wenn ich den Schalter drücke? Ah, Abkürzung. Also kein böser Schalter, sondern guter Schalter. Okay, da hinten, das darf ich nachher nicht verpassen, ja? Dran denken, Carla, dran denken. Jetzt gehe ich aber erstmal hier lang. Oh Gott, ey. Wie oft wollte er sowas denn noch bringen? Ist da unten was? Nein, da ist nichts. Wollte nur auf Nummer sicher gehen. Ha! 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 Okay. Oh ja, irgendwas mit dem Wasserrätsel. Das wusste ich auch noch, dass sowas kommt. Von früher natürlich. Und ich glaube, damals habe ich das auch nicht so einfach gefunden, aber ich generell, das ganze Spiel hatte ich eigentlich viel schwerer in Erinnerung. Und damals habe ich gar nicht 100% gemacht, sondern einfach versucht, das Ding durchzuspielen. Es wackelt ein bisschen. Ist aber, glaube ich, gewollt, ne? Lalila. Hat das ein Zeitlimit? Ich glaube ja nicht. Cooler Aufzug, oder? Solche Aufzüge sind echt cool. Mhm. Es hat kein Zeitlimit. Nein, 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 das ist eingerastet. Jo, okay. Ich kletter ganz hoch. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ganz hoch, ganz hoch. Ich kletter einfach hoch. Ja, und jetzt? Moment, ich probiere mal was. Ich kann ja nicht mehr als sterben. Und ich bin nicht mal gestorben. Das macht mich natürlich auch glücklich. Ist hier vielleicht noch ein Fisch, der mich verarschen will? So wie das Internet mich verarscht hat. Hör, die Fische zeigen dir den Weg. Ja, von wegen, ey.
Die haben sie einfach da reingemacht, damit es schöner aussieht. Okay, sie möchte sich schon dranhängen, sie kann aber nicht. Ja. Funktioniert das? Ah. Hoch! 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 Lara! Noch ein! Und rüber! Ja, es funktioniert sogar. Halt. Funktioniert das? Müsste ja eigentlich, ne? Jo, Tatsache, das hat funktioniert. Okay. Zwei von den vier Säulen haben wir schon mal in die Position gebracht, wo sie auch hin müssen. Dann müsste das hier doch theoretisch auch funktionieren. Ja, theoretisch müsste es jetzt funktionieren. Jetzt fehlt uns tatsächlich nur noch der letzte und da können wir über diesen Schwunghaken hin. Alles klar. Okay, das funktioniert. Ach Mist, wie war denn das jetzt? Darüber geht ja jetzt nicht mehr, ne? Ah, vielleicht denkt sie sich ja... Nee, hä? Ja und jetzt? Jetzt bin ich ja gefangen. Ach. Gar nicht wahr. Ich sollte öfter die Augen aufmachen. Da spielt sich's einfach angenehmer. Naja. Lara. Aber ich merke schon, ich weiß schon, was ich falsch gemacht habe. Ihr müsst gar nicht schreiben. Natürlich muss man hier lang. Natürlich. Nee, muss man gar nicht. Ihr erkennt vielleicht den Sinn nicht, was ich vorhab. Aber glaubt mir. Es hat keinen Sinn, was ich hier mache. Okay. Die Zeit wird langsam verschwendet, habe ich so das Gefühl. Deswegen gebe ich mir mal ein bisschen mehr Mühe. Kann sie natürlich auch hin. Das wusste ich natürlich. Ist hier noch was versteckt? Verstecki? Nee. Nix versteckt. Na gut, dann machen wir es halt fertig, das Rätsel. Wenn's dann sein muss. Und dann dürfte die Tür da aufgehen. Sehr interessant. Genau, jetzt geht nämlich die Tür auf. Sobald ich auf den Schalter gedrückt habe. Vielleicht ist ja das der Schalter, den Jones gemeint hat. Jones, kannst du ja mal schreiben, war das der Schalter? Ich glaube nicht, ne? Aber lieber mal nachfragen. Okay. Warum nicht? Probieren wir es aus. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Jo, funktioniert sogar. Alles klar. Perfekt. Ich habe schon wieder perfekt gesagt. Ich meinte imperfekt, ja? Imperfekt. Das ist irgendwas im Deutschen oder so. Nicht nur im Deutschen, auch in anderen Sprachen. Irgendwas Sprachliches halt. Imperfekt. Da könnt ihr mal ein Imperfekt in Bezug auf Lara hinschreiben, falls ihr genau wisst, wie das ist und warum das ist. Imperfekt. Irgendwas mit Lara Croft oder Tomb Raider. Würde mich freuen. Uns ist total unnötig, aber egal. Da ist der erste Ankh.
Der erste ankige Ank ist hier. Müssen wir nur heil runterkommen. Machen wir natürlich auf die Tomb Raider Art. Ganz klassisch ins Wasser springen. Ey, und der Part war ja gar nicht mal so verschwendet. Also, okay, es fängt an. Der Part ist langsam echt Zeitverschwendung. Nee. Ich habe jetzt noch 5 Minuten und ich habe schon das erste Ank. Also ich dachte, ich brauche wieder Jahre. Und das Rätsel, ganz ehrlich, das hatte ich wesentlich komplizierter in Erinnerung. Aber ich glaube, früher hatte ich einfach mein Gehirn aus. Ja, gemein. Aua. Du fieser Sack. Hä, macht's dir Spaß, hä? Ankschlüssel. Ich sag doch ein Ank. Ank. Schlüssel. Schlüssel. Und wir können wieder hier raus. Ach, schön. Aber ich wette, die... Ich weiß gar nicht, wer hat denn das gemacht? Core Design oder Eidos? Ich weiß nicht, Eidos war, glaube ich, der Publisher und Core Design war, glaube ich, der Entwickler. Ich glaube einfach mal, die haben sich gedacht, jetzt hat er zwar das Ank, aber wir können den nicht einfach so wieder gehen lassen. Jetzt kommt sicher noch ein Rätsel extra für den Rückweg. Das würde ich denen jetzt echt zutrauen. Oder zumindest Gegner kommen jetzt nochmal. Irgendwas? Hallo? Ich habe sie falsch eingeschätzt. Oh. Nein, ich habe sie komplett richtig eingeschätzt. Komm. Ich habe sie komplett richtig eingeschätzt. Das war der Gegner. Ich wollte eigentlich ein großes nehmen. Naja. Gut, dann gehen wir jetzt zur anderen Seite. Ich habe noch keinen Schatz gefunden, ja? Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Ja, ich gehe jetzt hier lang, denn ich habe es nicht vergessen. Nein, nein, nein. Hier war noch was. Es ist Munition. Und ein Medipack. Wollt ihr mich veräppeln? Oh, jetzt fange ich schon an wie Jones. Oh Gott. Wollt ihr mich veräppeln? Ein Schwunghaken. Interesting, interesting. Interesting. Okay, ich lasse es jetzt mal auf mich zukommen. Ich hoffe einfach mal, die Schätze kommen noch alle. Ha, was bringt das hier? Nichts. Ja, sinnlose Sachen irgendwo einbauen sind cool. Und ich dachte echt, jetzt hätte ich wenigstens einen der Schätze schon. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Und den Sinn von dem ganzen Teil hier verstehe ich nicht so ganz. Naja. Die Ägypter werden sich schon was dabei gedacht haben. Die haben sich bei allem was gedacht. Bei jeder Todesfalle, überall haben die sich was gedacht. Oh. Das macht mich jetzt allerdings unglücklich. Und traurig auch. Ich sollte aufpassen, wo ich hinspringe. Ja, definitiv. Ich habe ja noch nichts gefunden, ne? Och, Mann, ey. Ein Relikt. Relikte sind immer sauschwer versteckt. Und ein und zwei Artefakte. Das finde ich nicht. Leute, das finde ich nicht. Und dabei ist es hier, soweit ich weiß, eins der ziemlich letzten Gebiete. Wieso mache ich das? Eins der letzten Gebiete, wo man überhaupt was sammeln kann. Also ich glaube, nach Ägypten kommt nur noch eins. Und das ist dann schon das letzte. Weil... Wenn nur noch eins danach kommt, ist ja logisch, dass es das letzte ist. Das ergibt alles Sinn. Naja, es kann auch sein, ich habe einfach ein Gebiet vergessen oder verdrängt oder so. Aber ich dachte eigentlich, das hier wäre noch recht kurz. Also der Teil hier, Tomb Raider Anniversary. Ist, glaube ich, weiß nicht, ob er kürzer als Legend ist. Ich glaube, er ist länger als Legend, aber auf jeden Fall kürzer als zum Beispiel... Halt, was rede ich hier? Er ist auf jeden Fall
länger als Tomb Raider Underworld, aber kürzer als Legend. So, sorry, das wollte ich sagen. Können wir da hoch? Ja, Tatsache. Hier schon wieder. Mensch, seid ihr lustig. Ja, komm her. Komm her, komm her. Oh, nein, 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 nein. Runter. Runter. Da hat der Lara einfach begrapscht, ja. Mit seinen Klauen hat er sie begrapscht. Also nochmal zu mitschreiben. Nicht, dass ich hier was Falsches übermittelt habe. Dieser Teil ist länger als Underworld, aber kürzer als Legend. So. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Da ist auf jeden Fall was auf der Statue. Kann ich nochmal zurück? Ich riskiere es mal nicht. Kommt, ich kraxel da nochmal hoch. Egal. Jetzt habe ich zumindest... Ja, natürlich. Jetzt habe ich zumindest den Schalter schon mal gedrückt. Und habe die Abkürzung hier geschaffen. Also von daher alles okay. Mache ich das Ganze halt nochmal. Ist ja nicht so schlimm. Ja gut, das wollte ich jetzt zwar vermeiden, aber... Egal. Sie lebt ja noch. Und da kommen wir nachher wieder raus. Aha, aha. Und ich weiß nicht mehr, was für ein Rätsel da kommt. Ich habe ehrlich gesagt keinen Schimmer. Ich habe nur den Schimmer, dass der Part jetzt vorbei ist. Und deswegen, bevor wir das Schwunghaken-Rätsel dort machen und auf den Kopf der Sphinx stehen, ja, bevor wir das machen, werde ich den Part hier beenden. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao, Leute.